In Ostbelgien wird genauso gut gearbeitet wie gelebt. Das ist eigentlich das Hauptthema. Das ist Ostbelgien, ne? Auf jeden Fall die Eifel. Ich bin Bernd Hugo, Geschäftsführer der Firma CANHUGO AG. Wir sind Maschinenbauer, also Sondermaschinenbauer. Ich bin Stefan Hugo, Geschäftsführer der Firma CANHUGO AG. Wir sind sehr unterschiedlich. Mein Bruder macht alles, was Verwaltung, Finanzwesen ist. Ich mache den Bereich Technik, Verkauf, Vertrieb. Wir entwickeln, planen, konstruieren, bauen, fertigen, testen die Anlagen für unsere Kunden. Wir können den Kunden wirklich alles von A bis Z anbieten. Facharbeitermangel ist natürlich ein allgegenwärtiges Thema in jedem Beruf, in Ostbelgien sowieso. Wir als CANHUGO sind da schon seit vielen, vielen Jahren sehr proaktiv unterwegs. Also wir bilden aus und wir sind auch sehr, sehr präsent in den sozialen Medien, Facebook, Instagram. Wir sind 54 Mitarbeiter, aber trotzdem ist der Zusammenhalt innerhalb der Firma, glaube ich, schon sehr gut. Und man respektiert sich, man arbeitet zusammen. Das ist wirklich ein Teamwork bei uns in der Firma. Der regionale Bezug zu Ostbelgien ist auch für uns extrem wichtig. Also wir funktionieren mit hiesigen Mitarbeitern im Umkreis von 25, 30 Kilometern. Wir haben eigentlich permanent Bewerbungen, ich würde mal sagen eine pro Woche spontane Bewerbungen bei uns, weil wir uns einen guten Ruf erarbeitet haben als guter Arbeitgeber. Und wieso ist das so? Ich denke, weil wir authentisch sind, weil wir Chancen bieten, für Leute sich weiterzuentwickeln und auch immer wieder auf den Menschen eingehen, darauf achten, dass jeder Mensch ja irgendwie sein Glück durch uns, bei uns finden kann. Wir haben einmal eine Entwicklungsabteilung mit Fachingenieuren. Wir haben dann Projektleiter, die die verschiedenen Aufträge verwalten. In der Fertigung haben wir auch die Abteilungen Drehen, Fräsen, Schweißen, Lackieren und Endmontage. Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, dass Stefan und ich, dass wir sehr, sehr stark darauf achten, passt diese Person zu uns, passen wir zu ihr und passt auch die Arbeit im Endeffekt. Bin ich definitiv dafür, dass wir den Standort aus Belgien aufwerten für die Zukunft, dass wir verhindern, dass die Leute massiv abwandern.